Wenn man vor allem auf die Wall Street blickt, dann muss man sagen, naja, so richtig viel ist nicht passiert. Wir haben faktisch einen Seitwärtsmarkt, der S&P nach wie vor, der S&P 500 nämlich nach wie vor in dieser Zone bei 3000 Punkten. Aber jetzt in dieser neuen Woche, da beginnt endlich die heiße Phase und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, eben in dieser neuen Woche und diese heiße Phase, die betrifft vor allem die Berichtssaison. Was Sie hier sehen, ist eine Headline von CNBC. Da heißt es, Stocks will likely hit new records in the week ahead, also praktisch in der kommenden Woche, mithin also in der Woche, die jetzt anfängt. If earnings keep topping expectations, wenn die Gewinne der US-Unternehmen die Erwartungen weiter übertreffen. Wir haben jetzt so einige Unternehmen ja schon gesehen und oh Wunder, es sind wieder 81%, die zuvor so wahnsinnig tief gelegten Erwartungen übertroffen haben. Selbst in diesem Artikel ist von diesen etwas leicht tief gelegten Erwartungen die Rede. Also man nimmt das schon zur Kenntnis, erkennt, dass diese ganze Geschichte natürlich so ein bisschen hohl ist, weil schlichtweg es so ist, wenn ich zum Beispiel in einer Klasse die Anforderungen bei einem Test so weit senke, dass auch der größte Depp letztendlich das besteht, dann heißt das nicht wahnsinnig viel und genau das ist ja passiert. Wir haben in der Summe, wenn wir uns das hier mal anschauen, nach wie vor wohl einen Gewinnrückgang von 4,7%. Vor allem Energie besonders schwach, aber auch Materials, Industrials, also so diese klassischen konjunktursensitiven Branchen, denen geht es nicht so wahnsinnig gut oder die zeigen besonders schlechte Daten. Dagegen Real Estate, Utilities, Healthcare, also Immobilien, Gesundheitssektor, Versorger, diese defensiven Branchen, die sind ziemlich gut gelaufen. Auch deren Aktien sind ziemlich gut gelaufen. Kommen wir aber hier nochmal zurück. Wir haben jetzt in dieser Woche 120 der 500 S&P 500 Unternehmen, die ihre Zahlen berichten werden. Darunter Schwergewichte wie Boeing, wie Caterpillar, wie eine Amazon, wie eine Microsoft, wie eine Intel. Wir bekommen jetzt also auch in die Earnings-Saison von den Tech-Werten. Das wird sehr, sehr wichtig. Amazon ja zuletzt nicht so gut gelaufen, Microsoft hervorragend gelaufen, Apple sehr gut gelaufen, die werden aber in dieser Woche noch nicht berichten. Aber es wird jetzt wirklich ernst. Wir hatten jetzt in der letzten Woche vor allem die Banken, die ziemlich gut gelaufen sind. Da kommt jetzt neue Hilfe durch die Fed. Die Zinskurve dürfte sich aufgrund der Fed-Aktionen versteilen. Dementsprechend vielleicht ein Selbstläufer. Aber bei Tech könnte es eben schwieriger werden. Wir haben jetzt vielleicht die angenehme Phase der US-Berichtssaison schon gesehen. Aber wir haben natürlich auch jetzt Headlines wieder zum Brexit. Ich lag gar nicht so falsch mit diesem sogenannten Letwin Amendment. Das ist oben hier. Der Herr ist Oliver Letwin, der es geschafft hat, Boris Johnson wieder eine herbe Niederlage beizubringen. Jetzt will Johnson heute versuchen, nochmal diese Abstimmung zu initiieren. Heute Nachmittag fällt wohl die Entscheidung durch diesen Mann. Das ist der Parlamentssprecher, dieses Original, diese Type, der großen Einfluss hatte als Parlamentssprecher oder als Speaker des Parlaments. Das ist eine auch verfassungsmäßig sehr herausgehobene Position. Für ihn wird also oder auf ihn wird einiges zukommen. Er wird ein Stück weit die Weichen stellen, ob es heute oder morgen zu dieser Abstimmung kommt. Nochmal, die Boris Johnson, der eigentlich am Samstag hat durchziehen wollen, nämlich Frage Zustimmung zu seinem Brexit-Deal, ja, nein. Und der Markt wird heute angesichts fehlender Konjunkturdaten anderweitig wohl wieder sehr stark auf die Brexit-Headlines reagieren darauf, was da kommt, ob da neue Wendungen sind. Die EU, so heißt es, wird ja wohl bis Februar jetzt eine Verschiebung des Brexit-Termins wieder gewähren. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir Ende Oktober oder Anfang November die Briten immer noch in der EU haben und vielleicht werden unsere Enkel dann immer noch sagen, ja, die wollten doch mal irgendwann raus oder jetzt sind sie immer noch drin, wollen aber natürlich nach wie vor raus. Also es ist natürlich dieses ewige Hickhack. Schauen wir uns ein paar Dinge an, die zu den Märkten vielleicht interessant sind. Wir haben zum Beispiel hier in Sachen Buybacks, sehen wir dürften in diesem Jahr reinkommen, also Aktienrückkäufe von US-Konzernen bei 795 Milliarden. Letztes Jahr waren wir bei 810. Im Jahr 2017 bei 585, also wir dürften das zweithöchste Jahr erreichen, was die Buybacks betrifft. Und das ist insofern interessant, als wir sehen, dass die Mittelzuflüsse in US-Aktien eigentlich konstant nach unten gehen seit 2018, während der S&P weiter nach oben geht. Das ist also die eigentliche Story, sind die Buybacks, die Aktienrückkäufe, die die Märkte, vor allem den S&P 500 hier stützen, während eben diese kumulativen
US Equity Fund Flows, da sind auch ETFs dabei, also nicht nur jetzt Fondskäufe oder Fondsgelder, die da reinlaufen oder rauslaufen, sondern auch in ETFs. In der Summe ist das rückläufig, gleichwohl die Märkte nach oben. Das ist interessant. Wir sehen, dass wir ein bisschen unterschiedliche Signale haben, wie die Positionierung der Anleger ist. Wir sehen, dass auf der einen Seite es wieder sehr große Short-Positionen im VIX gibt. Man spekuliert also seitens der größeren Player, auch der Hedgefonds, vor allem, dass die Vola weiter zurückgeht. Normalerweise bei rückgehender Vola, zurückgehender Volatilität steigen die Aktienmärkte. Man rechnet hier also mit steigenden Aktienmärkten, was den VIX betrifft. Wir haben auf der anderen Seite aber die Situation, dass wir hier in einzelnen Aktien ein sehr großes Put-Volume haben, also auf einzelne Aktien. Da werden durchaus Puts geschrieben, da rechnet man mit fallenden Kursen bei einzelnen Werten. Höchster Wert seit August 2011, widerspricht sich alles so ein bisschen. Wir sehen, dass möglicherweise, wie Goldman Sachs jetzt in der Analyse am Wochenende gezeigt hat, das größte Risiko für die Märkte ist, dass es positive Überraschungen gibt seitens der Konjunktur etc., denn darauf ist man nicht positioniert so wirklich. Wir sehen auf der anderen Seite zum Beispiel, dass jetzt Optionshändler damit rechnen, dass in den USA Null- oder sogar Negativzinsen kommen. Die wetten darauf, dass das Eintritt am Optionsmarkt sind so hoch wie seit 2011 nicht mehr. Also wir haben hier doch sehr, sehr viele gemischte Signale von den Märkten. Wir haben zum Beispiel in Deutschland jetzt mal weg von den USA die Situation, wie Holger Czepetsch hier gezeigt hat, dass die höchsten Short-Positionen auf ThyssenKrupp derzeit lauten. Dann kommt die Deutsche Bank, dann Lanxess, Bayer, Zalando. Das sind so die klassischen Shorty-Lieblinge derzeit, weil das Geschäftsmodell von Thyssen schwierig ist, weil die Deutsche Bank im Niedergang ist, weil Bayer Probleme hat, weil Zalando natürlich möglicherweise auch so etwas WeWork-mäßig ist, ein Geschäftsmodell, das on the long run vielleicht nicht funktionieren wird. Man wird sehen. Wir haben heute, wie gesagt, keine Termine, was die Konjunkturseite betrifft, aber wir haben aus Asien wieder Daten bekommen, zum Beispiel Südkorea, Oktober, die ersten 20 Tage der Exporte, minus 19,5% zum Vorjahreszeitraum, sehr schwach. Die japanischen Exporte, minus 5,2%, eigentlich nur minus 3,7% erwartet, nach China minus 6,7%, USA minus 7,9%, und hier sehen wir die Hauspreise in China, die veröffentlicht wurden mit einem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr von 8,4%, ist natürlich schon eine Menge Holz, aber wir sehen, dass das Wachstum so gering ist wie seit gut einem Jahr nicht mehr. Also wir sehen hier eher negative Konjunkturdaten aus Asien. Die Märkte haben gleichwohl diese Brexit-Turbulenzen wieder gut weggesteckt im asiatischen Handel. Schauen wir uns die Kurse mal an, was wir hier sehen. Ist das British Pound, die Charts wieder von Capital.com. Wir sehen 1,2904 bei der britischen Währung. Wir waren ja hier am Freitag noch in Richtung 1,30 unterwegs, dann der Rücksetzer. Jetzt versucht man sich zu stabilisieren, das britische Pfund, ein ganz guter Indikator dafür, was derzeit so der Fall ist in Sachen Brexit. Schauen wir uns die Lage bei anderen Indizes an, respektive in anderen Märkten, 12.660 aktuell die Taxe für den DAX zu Wochenbeginn. Wir sehen, dass der S&P 500 bei 2994 gestellt wird. Hier sehen wir, dass wir zunächst mal hier diese Rücksätze hatten im asiatischen Handel, Brexit-Turbulenzen, dann aber die Erholung. Wir sehen, dass die Nasdaq-Werte zuletzt ein bisschen geschwächelt haben, 7.891 der Nasdaq 100. Wir sehen den Dow Jones 26.844, haben den Euro bei 1,1160 nach wie vor auf hohem Niveau. Wir sehen Gold bei 1490 und sind also hier nach wie vor in Sichtweite der 1500er Marke. Gold kann bisher noch nicht profitieren von dieser QE4, was nicht QE4 sein darf, der Fed, die ja Treasury Bills kauft, also kurzlaufende Anleihen. Deswegen sagt, es ist kein QE. QE sind normalerweise länger laufende Anleihen, 10 Jahre. Und wenn ich die kaufe, dann senke ich nämlich faktisch den Zins, der zum Beispiel für Immobilienkredite relevant ist. Also das ist sozusagen ein Maßstab dafür, dass eigentlich der Goldmarkt hier nicht anspringt auf dieses QI, dass möglicherweise eben auch die Aktien nicht wahnsinnig stark davon profitieren werden. Werden wir ein neues Allzeithoch sehen an der Wall Street? Wir sind ja sehr knapp dran. Mal schauen, wie eben jetzt die Zahlen reinkommen. Heute noch ein ruhiger Auftakt. Das Einzige, was hier wirklich passieren kann,
sind Brexit-Headlines unternehmensseitig jetzt wenig, konjunkturseitig gar nichts. Das wird sich aber im Laufe der Woche dann ändern. Dann kommen wir in die heiße Phase. Jetzt wünsche ich erstmal einen kühlen Start in diese Woche und sage Servus und Ciao.